Und es ist ja irgendwie nirgendwo beschrieben, dass Rüstung den Schaden verzaubern verschlechtert. Irgendwie. Es gibt. Nee. Heilung hier. Nee, ich bin ja schon voll geheilt. Katzenschein, mein Gott. Nee. Doppellicht. Speichern. Ah, kann man da noch rein in diesen Schrank da? Lederstreifen nehmen wir natürlich alle mit. Das Problem ist halt nur, ich muss dieses komische Buch finden. Wieso haben die nur die Vampire auseinandergenommen? Was fanden die bloß an denen? Aha. Oh, Moment, J. Nee, diplomatische Immunität ist es nicht. Wo ist es denn? Irgendwas mit Büchern. Nee, verlorene und nee. Nee. Aufnahme, Salduin, Morgengrauen, der Vermisste. Der Ver. Nee. Nee. Verschieden, nee. Ich dachte, das war. Ran an die Bücher, hier. Ran an die Bücher. So. Ups, jetzt. Ich hoffe, es ist hier irgendwo zum. Ah, davon. Gut. Da wissen wir immerhin, wo es hingeht. Jetzt nur noch ein bisschen die Leute hier ausnehmen. Und die Zauberer, die von dem Vampir wirklich extrem schnell gekillt wurden. Ich weiß einfach nicht, wie die das hinbekommen haben. Das ist einfach nur gemein. Alles levelt. Mit dir und diese Zauberer sind echt das Gemeinste im ganzen Spiel. Zack, zack, und du bist tot, wenn du nicht mal aufgepasst hast. Ah, ist nicht schön, nicht schön. Oder ich muss einfach nur ganz viel Magie Wiederherstellung leveln. Hoffentlich ist niemand mehr hier unten und alles sind hochgekommen. Nachdem die letzte angegriffen wurde. Buch ist zerflattert. Ist da drin, mitnehmen, alles. So. Ah, da ist mal wieder jemand. Wer ist das? Oh mein Gott! Feuermagier, eindeutig Feuermagier. Woher weiß ich das denn? Das ist jetzt die Frage. Ich hab geraten. naja. Yay, hau sie um! Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich ein klein wenig nachhelfen. So. Sonst noch jemand da? Nein. Durchsuche Ohrtorn. Wer ist Ohrtorn? Veränderungen? Ja, schön und gut. Tolle Kapuze. Ja, meine kleine Theorie zum wer ist denn als Bestes für einen Vampir geeignet, und zwar irgendetwas, das gegen Feuer resistent ist, schon von Natur aus. Ich bin jetzt irgendwie drauf gekommen, weil der gerade mit Feuer hier um sich rum geworfen hat wie ein Caster, und ja, weil Vampire sind nicht mehr oder stärker durch Feuer Schlüssel erforderlich. Wieso Schlüssel erforderlich? Stärker durch Feuer zu beschädigen als andere. Und deshalb ist es natürlich besser, wenn man schon von vorher eine gewisse Feuerresistenz bzw. schon fast Immunität hat. Das wäre natürlich cool. Weil dann hätte man das Glück und könnte sogar als Vampir ohne fast ohne Nachteile rumlaufen. Naja. Trotzdem ziemlich blöd gemacht, dass sich die Vampirkräfte immer mehr verstärken, je weniger Blut man zu sich genommen hat. Was eigentlich total sinnfrei ist, weil so ein Vampir lebt von Blut und irgendwie. Irgendwas ist da faul. Naja. Asche helfen. So. Na dann, nochmal speichern. Ich bin dem Speicherwahn verfallen. Schon wieder. Ah, hier ging es auf.
Es ist einfach nur, diese Schlösser zu öffnen. Hey, offen. Ja, ne? Und die Truhe hin und noch verschwunden. Ach Gott. Ja, nimm mal auch mit. Das Schöne an den Roben ist, die wiegen wenig. Ich hätte wahrscheinlich auch mal ein kleines bisschen Leben skillen können. Ist so gut, wie ich da... Meine Fresse. Machen zwar 20 Schaden, aber ich glaube, das ist nicht sehr viel, weil ich kenne mich jetzt hier nicht mit permanentem Nahkampf aus. Ich bin von hier gekommen. Oder? Bin ich von... Ja, ich bin von da gekommen. Ich muss da lang. Ich muss irgendwie einen Schlüssel hierfür finden. Ich weiß leider nicht, wer den Schlüssel hat. Aber egal. Öffnen wir das einfach mal mit den Äbeln. Hier ist nichts drin. So, ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Wieso ist hier nichts drin und in den anderen war alles voll? Naja. Da. Ich glaube, ich komme. Nähere Notflasche. Den Büchern immer näher. Oder ich bin einfach nur irgendwo. Ja, ich muss eindeutig da runter. Bevor ich da runter gehe, will ich erstmal nach dort oben gehen, damit ich ungefähr weiß, was da oben auf mich gewartet hat. Von daher, kleiner Moment. So. Oder? Schlüssel erforderlich. Hey. Gut, dann müssen wir also später da hochgehen. Wieso hat niemand von denen Schlüssel? Schon relativ schlecht. So. Und es beginnt. Okay. Noch einmal. Also ich würde mal gerne wissen, wieso die mir feindlich gegen gesinnt sind. Ist da jemand? Und wieso haben die mich jetzt ausgerechnet? Irgendwas ist da faul. Irgendwas ist da faul. Und Feuer! Nicht an der Ecke festglitschen. Wow. Ich habe zu wenig Mana. Wenn ich die jetzt wieder so einen starken Beschwörer dabei haben, dann habe ich Pech. Dann habe ich echt Pech. Hallo? Feuermagier. Okay, gut. Ich muss auf alle Fälle nochmal wieder so einen Frostatronagen beschwören. Oh, scheiße. Das ging fast daneben. Okay, Spider. Wo ist der Feuerblitz? Feuerblitz ist hier. Ja, Feueratronage, du schaffst es. Komm und schnapp sie dir. Oh Mann. Wieso? Hauen die mir nur so übelst rein? Warum nur? Nix mit Heilung. Stirb doch einfach. Nächster. Okay, gut. Er ist tot. Jetzt brauche ich wieder Kerzenschein. Wo bist du? Und vor allen Dingen kann man, wenn man geduckt ist, mehr Schaden machen, aber halt nur nicht mit Magie. Das ist irgendwie blöd. Oder es ist so ein... Wo ist der eine hin, der hier lag? Ist der irgendwie durch den Boden geglitscht oder was? Wo ist der hin? Feuerzauber. Hier unten ist noch... Ah, der ist noch unten. Pst, dort ganz nach unten. Sehr unwahrscheinlich. Aber ne, okay. Hey, Eisendolch. Flusspeitschern. Okay, ein Fisch. Weißkappe. Besänftigen. Kenne ich zwar schon, trotzdem mitnehmen. Kann man ja verkaufen. Irgendwann.
Götter und Kult. Ach, hab ich doch schon erstmal durchgelesen, die von Palin. Ich würde nur gerne mal. Ich habe die ganze Enzyklopädie von Barentia, glaube ich, schon mal durchgelesen. Daher bringt das jetzt nicht sehr viel. Jedes einzelne Barentia-Buch nochmal. Dume habe ich schon. Habe ich auch schon. Das beschädigt lässt sich also nicht mehr lesen. Ein beschädigtes Buch lässt sich nicht mehr lesen. Das ist schon. Ist ja klar, aber die Frage ist halt nur, wie ist das beschädigt? Ah, okay. Ist hier hinten irgendwas? Ne, ist nix. Wieso geht das jedes Mal aus? Was? Welche Dummköpfe spielen so mit Feuer? Ah, kann man die irgendwie herausholen? Gibt's denn hier keinen. Das ist doch gemein. Okay. Der ist tot. Ja, und die Vampire sind halt am meisten gegen Feuer beschädigbar. Bäh. Klingt ja richtig schlimm. Am meisten von Feuer zu be. Nee, ich brauch. Ich komm bald irgendwie auf das Wort. Schwarze Pfeile habe ich schon, auch schon mal gelesen. Kaiserliche bla bla. Nee. Müll. So. Geht weiter. Okay, wo? Das ist davon irgendwo. Meine Güte. Wohl Ziegenbein. Kartoffeln brauchen wir jetzt. Kartoffeln. Immer nur Kartoffeln. Ich brauche Zutaten, kein Essen. Von allen möglichen Gegenständen nimmt der ausgerechnet den Eimer mit, ey. Sonstiges. Eigentlich bräuchte man noch ein zusätzliches Kategorieteil, was Müll bedeutet. Krug oder Eimer? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding hieß. Eine Karaffe, genau. Oder? Ah, ist eine ganz normale Karaffe. So. Aber das ist nicht das, was ich so mitgenommen habe. Hoffentlich sind dort oben keine Beschwörer. Sie haben mich entdeckt. Ja, natürlich. Mit so einer Funzel überm Kopf lässt sich ja natürlich schlecht verstecken, ne? Irgendwas, ich kann mich eh nicht so gut verstecken. Totenbeschwörer-Lehrling, muss das sein? Gut, dann heilen wir uns mal und hoffen, dass wir dann irgendwie von denen nicht. Ups. So. Verhauen. Ich würde ja gern an dem vorbeischießen wollen, aber irgendwie. Ja genau, ergebt dich ruhig. Angsthase. Oh. Immer noch welche am Leben.